Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich zur letzten und besonderen Session der MEDAT 2019 begrüßen. Es war eine fantastische Woche, oder? Herausragende Vorträge, wunderbare Möglichkeiten, Kollegen und Kolleginnen wieder zu treffen und sich abzugleichen. Und eben wie jedes Jahr ist es eine besondere Herausforderung und eine besondere Freude, wenn es gelingt, ein besonders attraktives Programm für das Hot Topic zusammenzustellen. Und Sie alle wissen, dass Basel ein fantastischer Forschungsstandort ist und wirklich tolle Forschungsergebnisse von vielen Gruppen erarbeitet werden. Aber es gibt natürlich auch in der Forschung Gold, Silber, Bronzemedaillen und sowas, und die sicherlich absolute herausragende Auszeichnung, die eine Person für seine Forschungs- oder ihre Forschungsergebnisse bekommen kann, ist der Nobelpreis. Und die meisten von uns kennen Nobelpreis irgendwie aus dem 10 vor 10, oder wenn dann wieder berichtet wird, wer das gewonnen hat, aber dass eben Nobelpreis und Basel und Nobelpreis mit MEDAT was zu tun haben, das ist dieses Jahr tatsächlich der Fall. Und deswegen freue ich mich unheimlich, Ihnen Herrn Professor Werner Aber vorstellen zu dürfen, der zum einen mit die MEDAT Awards dieses Jahr überreichen wird, zusammen mit Stefan Oswald, und der dann einen 10-minütigen Vortrag halten wird, um grob seine Forschung vorzustellen, aber dann irgendwo auch einzuführen in den Vortrag von Frau Professor Silvia Abert. Jetzt Frau Professor Silvia Abert ist renommierte Forschungsgruppenleiterin am Biozentrum mit einem natürlich komplett eigenständigen Forschungsthema, aber hat in dem Sinn, wenn man so will, den Nachteil oder Vorteil, wahrscheinlich eher Nachteil, dass sie die Tochter von Herrn Professor Werner Aber ist, und gelang Leuten in der Gegend meistens, oder, als Tochter von Herrn Professor Aber vorgestellt wird. Jetzt, wir haben natürlich versucht, es zu nutzen, beide für Sie eben als Referenten zu gewinnen, und freuen uns natürlich ganz besonders, dass das gelungen ist. Jetzt, Sie wissen, oder viele von Ihnen wissen, eben um diese fantastische Familie mit den wahnsinnigen Forschungserfolgen, viele von Ihnen haben den Artikel in der NZZ ab Sonntag oder vor 2, 3 Wochen gelesen, wo natürlich beide Personen schon wunderbar vorgestellt worden sind, aber eben auch irgendwo deren Forschungs- oder die Forschungs- Fragestellungen und irgendwo auch über den forschungseigentlichen Thema hinausgehend im Bereich der Evolution. Jetzt nur ganz kurz, weil das eben wunderbar auch eben wieder die Familie Aber charakterisiert. Herr Professor Aber hat an der ETH Zürich studiert, dann die ersten wissenschaftlichen Jahre in Genf und dann in den USA verbracht, und ist jetzt seit dann zurück wieder nach Genf und seit 1971 Ordinarius am Biozentrum. Der Nobelpreis wurde ihm übergeben für seine Arbeiten im Bereich der Restriktionsenzyme. Das sind Enzyme, die eben DNA an speziellen Positionen erkennen und schneiden können. Und diese Forschungsergebnisse haben fantastische Auswirkungen in ganz, ganz viele Bereiche gehabt. Jetzt die wahnsinnige Tatenkraft von Herrn Professor Aber kann man sich nur natürlich nicht nur durch den Nobelpreis vorstellen, sondern auch durch die unheimlichen Aktivitäten, die nach seiner Emeritierung fortgeführt hat. Und um nur eins zu nennen, bis vor 2 Jahren, bis im Alter von 88 Jahren, hat er noch das Amt als Präsident der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften inne gehabt. Vor gut 2 Wochen war ein ganz besonders großer Tag, und Herr Professor Aber konnte im Kreise seiner Familie seinen 90. Geburtstag begehen. Entsprechend intensiv ist sein Programm die aktuellen Wochen, oder? Er eilt von einem Vortrag, von einer Publikumsveranstaltung zur nächsten, und wir sind unheimlich froh und stolz, dass Sie die Kraft und die Zeit gefunden haben, diesen Nachmittag mit uns zu verbringen und eben mit Ihrer Anwesenheit und Silvia mit deiner Anwesenheit diesen Hot Topic zu gestalten. Damit möchte ich Sie bitten, dass Sie vielleicht mit zu mir nach vorne kommen und an den Stefan übergeben, dass er die von Ihnen gewählten besten Referentinnen und Referenten der MEDAT 2019 benennen darf. Christian, ganz herzlichen Dank auch für diese sehr schöne Einführung.
Ich möchte an dieser Stelle allen voran auch mal Danke sagen. Wir haben natürlich viele, viele Leute gehabt, die diese MedArt möglich gemacht haben. Ein großes Team im Hintergrund, viele Referenten, es waren über 300 Veranstaltungen und alle geben jeweils ihr Bestes hier, damit wir eigentlich Ihnen eine tolle Fortbildungsveranstaltung bieten können. In diesem Zusammenhang möchte ich euch von diesem ganzen Team vor allem zwei Menschen erwähnen. Und Christian, ich bitte dich, zur Preisübergabe zu schreiten. Das ist Ceylan Ecken. Sie hat im Hintergrund alles gemacht hier. Alles organisiert. Sie hat mich, sie hat die Referenten getaktet, sie hat das ganze Workbook gemacht, alle Slides, einfach alles, alles bis hin zum Event. Und Ceylan, will ich ganz, ganz herzlich danken. Das war eine außerordentliche Leistung, zumal sie sehr akut und sehr unerwartet diesen Job bekommen hat, nämlich sie ist sozusagen von Null gestartet, sehr schnell gelernt. Und es war wirklich eine große Freude zu sehen, wie locker das gegangen ist. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Dann die zweite Person, auch ein permanenter Hintergrundworker, der für alle Social Media, eben für das ganze AV-Management, für die akademischen Inhalte der Vorträge sorgt, dass die auch das richtige Niveau haben. Im Sinne von nicht zu viel, aber gerade das Richtige und das Neueste. Raphael Twerenbold, ich möchte auch dich kurz bitten, du bekommst keine Blumen, hast du schon viele bekommen diese Woche. Er hat viele Preise gewonnen für Wissenschaft und ich glaube, das darf ich hier auch coram publico sagen, er wurde für viel dekoriert, aber gar nicht für das, was nächste Woche rauskommt. Er lässt ein New England Paper Erstautorschaft nächste Woche erscheinen. Das wird... Und du bekommst etwas zu trinken. Also damit danke vielmals an die wichtigsten Personen, die eigentlich im Hintergrund das gemacht haben, dass es zustande kommt. Ich möchte nun zu dieser Preisvergabe gehen und wie immer fangen wir bei den verschiedenen Formaten an. Nochmal ganz kurz, wie wir die Preise ermitteln. Ihre Note plus eine Note eines Komitees wird zusammengerechnet. Die Anzahl der Bewertungen wird gewichtet. Das heißt, wenn 20 Leute mit einer 6.0 eine 6.0 haben und jemand hat mit 25 Bewertungen eine 6.0, wird das mathematisch hochgerechnet und er mit 25 6.0 und gewinnt und nicht er mit 20. Mhm. Deshalb kann es Noten geben, die sind 6,01. Mhm. Also das ist kein Rechenfehler, also bitte nicht aufgeregte E-Mails schreiben und sagen, ich hatte auch eine 6, sondern es ist so. Und das ist ziemlich ausgeklügelt, aber auf jeden Fall versuchen wir dann immer online mit Ihnen Feedbacks unsere Referenten auch zu bewerten. Die bekommen alle ihre Bewertungen hinterher geschickt. Das ist der Drive dahinter, damit sie dann auch nächstes Jahr das Beste geben, weil keiner will das Schlusslicht sein. Man kann zwar vielleicht mal einen Preis nicht gewinnen, aber zuletzt möchte niemand sein. Und deshalb ist Ihre Bewertung so wahnsinnig wichtig. Also ich danke Ihnen da für den extremen Feedback. Ja, wie immer. Also, wir beginnen mit Hands-on-Workshop, kleine Formate, Sie kennen das, Sie werden direkt auf irgendetwas Praktischem geteacht. Und hier hat in diesem Jahr Gerd Backenstert gewonnen, der eigentlich nicht internistisch, aber für Hausärzte die orthopädische Untersuchung an Knie, Schulter, an den großen Gelenken demonstriert, hat extrem gut weggekommen. Sie sehen, er hat jetzt eben wegen den 11 Bewertungen eine 6.01 bekommen und ist deshalb Number One. Ist Gerd hier? Ja, dann werden wir ihm den Preis und die Blumen noch überbringen und schreiten aus Zeitgründen fort. Dann das zweite Format, die Clinical Case Seminars, Setting jeweils 30 Leute, interaktive Fortbildung. Mhm. Da haben wir in diesem Jahr drei Gewinner. Und es ist nicht falsch gerechnet, die sind alle mit 23 Bewertungen und Waiting und allem ex aequo genau gleich. Und deshalb vergeben wir hier drei Preise. Und einer dieser, ich bitte dann gleich alle drei vorzukommen, ich gehe jetzt da schnell durch. Also Johannes Blum hat für den Kurs der febrile Tropenrückkehrer mit einer 5,99 aus 23 Bewertungen den ersten Platz belegt. Ist er hier? Auch nicht? Gut, dann senden wir ihm das nach. Kann es geben.
Dann ebenfalls ex aequo der Claudio Storck, HNO für Internisten, HNO-Untersuchung in der Praxis demonstriert, gleiche Note. Ich sehe ihn auch nirgends aufspringen. Dann gehen wir zum dritten Erstplatzierten, einmal mehr, Michael Mayer, der hier Jahr für Jahr alle Preise... der hier Jahr für Jahr alle Preise abräumt und diesmal hat er noch nicht. Herzliche Gratulation, fein, sehr schön. Ein Preis von einem Nobelpreisträger überreicht, herzlichen Dank. Michael. Dann kommen wir zum nächsten Kursformat, den Meet the Experts, jeweils ein Gebiet zwischen zwei Fachgebieten und von den jeweiligen Fachexperten bilateral beleuchtet. Hier freut es mich, dass Thilo Burkhardt für Herz- und Niereninsuffizienz den ersten Platz gewonnen hat, ebenfalls mit einer 6-0 und 31 Bewertungen. Ich hoffe, Thilo ist hier. Er ist in Milano. Okay. Thilo in Milano, also dann schreiten wir fort. Michael, danke, dass du hier bist, weil der zweite ex aequo erste Platz ist wieder Michael Mayer. Herzliche Gratulation. Danke. Und fein, das ist erfreulich. Ja. Nein, musste ich nicht entschuldigen. Ich habe jetzt ein Mittel gefunden. Wir werden in die Formel reinnehmen, dass ein Vorjahresgewinner mit einem 2- startet das nächste Jahr. Da musst du dich etwas anstrengen. Herzliche Gratulation. Und damit kommen wir eigentlich zur State-of-the-Art-Lecture, das größte Format, hier präsentiert in den beiden Hörsälen parallel. Und hier freut es mich außerordentlich, Klaus Ballib zu begrüßen. Das ist mir ehrlich. Herzliche Gratulation. Sehr freut mich. Gut. Die alle haben gemerkt, er ist mit seinem Vortrag Kollegenmedizin, hat er uns alle wirklich voll ins Herz getroffen. Also nochmals ganz, ganz herzlichen Dank und ganz herzliche Gratulation.